Shamno Vitra, Sham Varuna, Shamno Pavid Vareyamam, Shamno Indro Brahaspati, Shamno Vishnu Urukrama, Namo Brahmene, Namaste Vayu, Tvameva Praktyaksham Brahmasi, Tvameva Praktyaksham Brahma Vadesyami, Ritam Vadesyami, Satyam Vadesyami, Tanmam Avaktu, Tatvaktaram Avatu, Avatu Mam, Avatu Paktaram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Herzlich willkommen. Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein und meine Gedanken zum Thema die Kunst des Übens mit Ihnen zu teilen. Aus der Sicht des Yoga. Es ist ein Üben, loszulassen. Üben, loszulassen. Wenn ich übe, bin ich im Tun. Wenn ich loslasse, dann bin ich im Sein. Ist das nicht ein Widerspruch? Yoga ist ein Erfahrungsweg, welcher übers Tun ins Sein führt. Um über die äußeren Schichten mehr und mehr nach innen zu gehen und der Frage, wer bin ich, auf den Grund zu gehen. Hierfür ist eine regelmäßige Yoga-Praxis und ein geistiges Sich-Versenken in diese Frage erforderlich, also ein Üben. Was heißt Üben? Gemäß Wikipedia, Üben heißt, wiederholt zu handeln mit dem Ziel, Können zu bewahren, zu erwerben oder zu steigern. Oft ausgeführte Übungen sind der Schlüssel, um eine außergewöhnliche Fertigkeit oder sogar Meisterschaft zu erlangen. Im Yoga kann man Üben mit Tapas vergleichen. Tapas bedeutet Askese, Selbstdisziplin und auch Konzentration. Tapas ist die Ausübung physischer und geistiger Strenge und Disziplin, um ein bestimmtes Ziel erreichen zu können. Vielleicht üben Sie bereits Yoga und haben die Erfahrung vom Tun ins Sein zu kommen bereits erfahren. Vielleicht denken Sie auch an komplizierte Körperhaltungen, die von schlangenähnlichen Menschen ausgeführt werden und unter der Rubrik Yoga publiziert werden. Für die meisten von uns ein Ding der Unmöglichkeit, in diese Körperhaltungen zu gelangen. Jedenfalls ist klar, dass ein fleißiges, diszipliniertes, körperliches und geistiges Üben die Voraussetzungen sind, um in diese Stellungen zu gelangen und immer noch ruhig atmen zu können. Als ich vor rund 20 Jahren mit Yoga begonnen hatte, konnte ich kaum 2 Minuten im Schneidersitz am Boden sitzen. Und mein Lehrer sagte mir damals, ich solle 1 Jahr lang täglich 12 Sonnengrüße üben. Sonnengrüße sind Abläufe, die circa 30 Sekunden gehen, ein Ablauf ungefähr. Ich habe das gemacht und bin nach 1 Jahr wieder zu diesem Lehrer gegangen. Ich hatte mehr Geschmeidigkeit und mehr Kraft,
kann aber bis heute nicht mehr als 2 Minuten am Boden im Schneidersitz sitzen. Das geht immer noch nicht. Ich lasse dieses Bild des im sitzenden Yogi, im Lotus sitzenden Yogi, los. Ich lasse es los. Ich nehme mir ein Sitzkissen und übe in einer liebevollen Haltung mir selbst gegenüber, im Wissen, dass jeder Mensch unterschiedliche Gelenke und Knochen, Grenzen und Möglichkeiten hat. Yoga ist keine Show nach außen. Yoga ist ein Weg nach innen. Tapas, das Üben im Yoga, soll in dem Maße praktiziert werden, dass es die heitere Ruhe des Geistes nicht beeinträchtigt. Tapas bedeutet im Yoga Regelmäßigkeit auf Lebenszeit, ohne sich von der inneren Unruhe berühren zu lassen. Ohne sich von der inneren Unruhe berühren zu lassen. Also loslassen von der inneren Unruhe. Was heißt loslassen? Loslassen heißt zu vertrauen und zu erkennen, dass das, was uns in unserem Leben begegnet, einen tieferen Sinn hat. Loslassen heißt auch, sich von der Opferhaltung zu lösen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wir Menschen haben die Möglichkeit erhalten, jederzeit wählen zu können, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Ich glaube sehr stark an das Gesetz der Anziehung. Wenn ich Äpfel pflücken möchte und Kürbiskerne Samen setze, werde ich keinen Apfelbaum bekommen. Wenn wir Handlungen wählen, die anderen Glück und Erfolg bringen, dann ist unsere Ernte ebenfalls Glück und Erfolg. Loslassen heißt außerdem, der eigenen Intuition zu vertrauen, zu hören, was Herz und Bauch sagen, statt berechnend vom rationalen Verstand gesteuert zu werden. Als ich vor 20 Jahren einen Termin hatte bei meiner Stellenvermittlerin und am Tag zuvor am Morgen erwachte, kam ein klarer Gedanke: Ich möchte Yoga-Lehrerin werden. Dieser Gedanke kam plötzlich. Ich hatte keine Erfahrung, war nie in Indien. Ich hatte kleine Kinder, eine Familie. Aber dieser Gedanke war so klar, dass ich einfach schauen musste, wo eine solche Ausbildung möglich ist. Vor 20 Jahren gab es noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Meine Familie hat mich unterstützt und ich bin jetzt jeden Tag dankbar, dieser Intuition gefolgt zu sein. Die Intuition ist kein normaler Gedanke, sondern ein Gedanke, der das Herz berührt und nicht mehr loslässt. Loslassen bedeutet auch, bejahend anzunehmen, was ist. Ich war sehr beeindruckt von einer Begegnung mit einem Mann, der eine schwere Krankheit hat und seit Jahren im Rollstuhl sitzt. Er kann nur noch den Kopf bewegen und die Hände. Und als ich ihm begegnete, war er sehr witzig. Er war unternehmungslustig und lebensbejahend. Natürlich hatte er auch schlechte Tage, davon bin ich überzeugt. Aber er hat sein Schicksal angenommen und macht das Beste daraus. Rumi war ein persischer Mystiker und lebte im Mittelalter. Er schrieb:
Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht, auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht bereitet er dich vor auf ganz neue Freuden. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit, begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Dieser wunderbare Text von Rumi bringt die Offenheit zum Ausdruck, die wir im Yoga kultivieren. Einziger Unterschied: wir bewirten die Gäste nicht, die kommen. Sie dürfen Raum einnehmen, aber wir ignorieren sie. Wir ekeln sie nicht hinaus, aber wir beachten sie nicht. Wir bieten ihnen nicht noch Kaffee und Kuchen an. Wir lassen los. Unsere Aufmerksamkeit gilt unserem Atem. Jetzt.
Ich bitte Sie darum, oder wenn Sie mit mir eine kleine Übung machen und eine Hand auf Höhe des Herzens platzieren, eine Hand auf Höhe des Bauchnabels. Und wenn Sie möchten, schließen Sie einen Moment Ihre Augen und nehmen die Hände wahr, die Berührung der Hände auf Ihrem Körper. Vielleicht sind sie kalt, vielleicht spüren sie die Wärme. Nehmen Sie wahr, wenn Sie atmen, welche Hand sich bewegt. Ist es die obere oder eher die untere Hand? Spüren Sie Ein- und Ausatmung. Spüren Sie die Fülle und das Leerwerden. Spüren Sie die Ausdehnung und das Zusammenziehen. Nehmen Sie Ihren ganzen Körper wahr. Die Berührung der Hände, die Kühle oder Wärme, die Bewegung des Atems. Den ganzen Körper. Vielleicht spüren Sie auch Ihren Herzschlag. Nehmen Sie wahr, was jetzt in diesem Augenblick da ist. Und wenn Gäste kommen, Gedanken, Bilder, Bewertungen, Kommentare, lassen Sie los. Spüren Sie nur den Atem jetzt in diesem Moment. Diese Verbindung bringt Sie ins Sein, in die reine Wahrnehmung, ohne diese Gäste von inneren Kommentaren. Bleiben Sie einen Moment noch in dieser Verbindung für 3 tiefe Atemzüge. Spüren Sie die Bewegung, diesen jetzigen Moment. Und die zweite Übung, die ich gerne mit Ihnen machen möchte, sind 3 Buchstaben, die wir singen möchten oder ich mit Ihnen gerne singen möchte. Der erste Buchstabe ist A, der zweite U, der dritte M. Und wir hängen diese Buchstaben zusammen. Es spielt keine Rolle, wie es tönt. Es soll einfach nur tönen. Ich lade Sie gerne ein, mit mir ein paar Mal diese 3 Buchstaben zu singen. Atmen Sie aus. Atmen Sie ein. Ah.
noch dreimal. Aum. Aum. Bleiben Sie noch 2 Minuten in diesem reinen Gewahrsein, in dieser Verbindung mit der Stille.
Wir haben vorhin AUM gesungen und im altindischen Sanskrit bedeutet oder verbindet man A und U zu O und wir haben OM gesungen. Diese drei sichtbaren und hörbaren Buchstaben symbolisieren die begrenzten Teilzustände des Bewusstseins. A symbolisiert den Wachzustand, U symbolisiert den Traumzustand, M symbolisiert den Tiefschlafzustand und die Stille danach den vierten Zustand. Die Stille nach dem Ton symbolisiert diesen vierten transzendenten Zustand. Aus diesem vierten Zustand entsteht der Ton. Und der Ton geht wieder in diese Stille hinein. Die Stille ist überall und immer da, umschließt alles Hörbare und Sichtbare. Wir üben mit Tönen und Klang in die Stille einzutauchen. Wir tun, um zu sein. Om Purnamada Purnamidam Purnate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamada Purnamidam Purnate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate bedeutet Om, jenes ist Fülle, dieses ist Fülle. Aus der Fülle kommt die Fülle hervor. Nimmt man von der Fülle die Fülle, bleibt die Fülle übrig. Dort ist Ganzheit, ich bin Ganzheit. Aus der Ganzheit wird die Ganzheit. Trennt man Ganzheit von der Ganzheit, bleibt die Ganzheit. Was ist Yoga? Was heißt Yoga? Yoga heißt, übersetzt, anschirren oder anjochen. Gemeint ist das Anschirren von Zugtieren vor einen Wagen. Die wilden Pferde symbolisieren die Sinne und Triebe, welche an den Wagen des Geistes angejocht werden müssen, um die Vervollkommnung des Menschen zu ermöglichen. So wurde Yoga zum Oberbegriff für eine Fülle von Techniken und Methoden, die alle ein gemeinsames Ziel haben: zu erkennen, wer ich bin, meine wahre Wesensidentität zu erkennen. Diese Techniken und Methoden bedeuten Üben zu verstehen, dass ich nicht mein Körper bin, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass ich nicht meine Gefühle bin. Ich bin das Sein oder der Urgrund oder die Stille oder die Leere
hinter meinen Gedanken. Yoga bedeutet Einssein mit dem, woraus alles entsteht. Um das zu erkennen, muss ich mir dessen bewusst werden und üben, loszulassen von meinen inneren Benennungen, Vorstellungen, von meinen Bewertungen, von meinen Erinnerungen, von meinen Erfahrungen. Loslassen von dem, was ich glaube zu sein. Und das Wichtigste ist, nicht alles zu glauben, was ich denke. Loslassen von meinen Gedanken. Meine Gedanken sind beschränkt. Meine Gedanken basieren auf meinen Erfahrungen, auf meinen Vorstellungen, auf dem, was ich glaube zu sein, aufgrund von dem, was mir gesagt wurde, von außen. Doch ist das wirklich so? Yoga ist keine Lehre, keine Religion, sondern ein Erfahrungsweg. Eine längere, regelmäßige Ausübung des Yoga fördert die Ganzheitlichkeit des Menschen und bringt ihn näher an seine tiefen Bedürfnisse und Sehnsüchte von Sat, Chit, Ananda, Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Das Leben ist unberechenbar. Es könnte passieren, dass der Mensch, den wir lieben, uns morgen schon verlässt. Er kann sterben. Wir müssen also lernen, aus ganzem Herzen zu lieben und gleichzeitig loszulassen, damit unser Geist nicht an unsere Emotionen anhaftet. Wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass alles vergänglich und flüchtig ist, dass uns nichts je gehört. Was also bedeutet die Kunst des Übens loszulassen im Yoga? Nur so viel Energie aufwenden in den einzelnen Körperhaltungen, wie unbedingt nötig ist. Unnötige Anspannungen loslassen, damit Leichtigkeit entstehen kann und sich ein inneres Glücksgefühl entfalten kann. Yoga ist eine Kraft, die löst. Dies benötigt eine Motivation, ein wachsames Üben, unnötige Anspannungen in jedem Moment loszulassen. Sich zu lösen von Formen, Gedankenformen, materielle Formen, Gefühlsformen, Bilderformen etc. und sich mit dem Formlosen zu verbinden, dem unendlichen Raum dahinter, dazwischen und drumherum. Ich habe zwei Bilder für Sie. Lernen Sie, wie ein Zuschauer am Ufer eines Flusses zu sitzen, Schiffe vorüberziehen zu sehen und dabei unbewegt zu bleiben, ohne von diesen Booten, die schließlich wieder in der Ferne verschwinden, aus der Ruhe gebracht zu werden. Das zweite Bild: Vergleichen Sie Ihren Geist, Ihren denkenden Geist, mit einem verschlammten See.
bei dem man den Grund nicht sehen kann. Wie ist es möglich, das Wasser klar zu bekommen? Alles Tun und Machen wird nur bewirken, dass das Wasser noch trüber wird. Die einzige Möglichkeit ist, den Schlamm sinken zu lassen, still zu werden. Es kann nichts anderes gemacht werden, als zuzulassen. Wenn Sie es geschafft haben, weder in der Anhaftung angenehmer Dinge zu sein, also haben wollen, noch im Widerstand gegenüber den unangenehmen Dingen, also nicht haben wollen, sondern im Gleichmut sind, dann entsteht Folgendes: innerer Friede, Leere und Fülle. Schauen Sie auf folgende Symptome, die auftreten, wenn Sie in diesem Gleichmut sind. Sie haben eine Tendenz entwickelt, spontan zu denken und zu handeln, statt aufgrund von Ängsten, die aus vergangenen Erfahrungen stammen. Sie haben die Fähigkeit erlangt, jeden Augenblick zu genießen. Sie haben kein Interesse mehr daran, die Handlungen anderer zu interpretieren. Sie haben kein Interesse mehr zu streiten. Sie haben kein Interesse mehr daran, sich Sorgen zu machen. Es kommen plötzlich häufige und überwältigende Momente der Wertschätzung, der Dankbarkeit. Sie spüren sehr oft zufriedene Gefühle der Verbundenheit mit anderen und mit der Natur. Sie haben plötzlich häufige Lächelanfälle. Dies ist ein ernstzunehmendes Symptom. Sie haben eine zunehmende Tendenz, Dinge geschehen zu lassen, statt sie kontrollieren zu wollen. Sie spüren eine zunehmende Wahrnehmung der Liebe, die von anderen ausstrahlt, als auch der unkontrollierbare Drang, sie zurückzulieben. Beobachten Sie, ob das eine oder andere Symptom bei Ihnen bereits eingetreten ist. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Freude beim Üben loszulassen.